Herzlich willkommen im Blüvital Fußpflegeraum. Was? Hallo? Verstehst du mich? Was hast du gesagt? Ah, vielleicht nehme ich mal die Maske ab. Kriegt man gleich viel besser Luft. Dieses Video möchte dir helfen, in der Zeit, wo wir diese Masken auf der Nase haben. Also Verständigung ist ja schon mal nicht die leichteste. Aber was noch passiert ist, dass deine Lunge unter diesem ständigen Tragen dieser Maske leidet. Sowohl die Lunge als auch dein Gehirn, weil dort zu wenig Sauerstoff ankommt. Und dieses Video möchten wir allen denen widmen, die in der Arbeit diese Masken sehr lange am Stück tragen müssen. Eure Lungen und euer Gehirn brauchen Hilfe. Und dafür sind die nächsten drei Übungen, die wir euch vorstellen wollen. Viel Spaß! Die erste Atemtechnik ist für diejenigen, die so ein beklemmendes Gefühl in der Lunge haben und die nach diesem gewissen Tragen oder auch abends auf einmal immer husten müssen. Hier lagert sich auf deiner Lunge Schleim ab. Und diesen Schleim ist es wichtig zu lösen, und zwar schon in der Arbeit. Such dir Pausen, wenn möglich, rede mit deinem Arbeitgeber, ihr lieben Arbeitgeber, gebt euren Mitarbeitern Pausen, die müssen atmen. Und wenn du es nur 10-mal machst, deine Lunge wird dir danken. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege während dieser ganzen Arbeit am Kunden, am Patienten keine Luft. Deswegen mache ich zwischendurch Maske runter, wenn sie raus sind, und atme ganz tief ein und bring die Arme entweder nach oben. Und bei mir ist wichtig, mit dem Körper zu arbeiten. Und dann atme ich aus. Mach dabei am besten die Fenster auf, wenn es möglich ist. Oder du nimmst die Arme zur Seite. Öffnest den Brustkorb ganz weit. Mach das circa 10-mal und dann bist du wieder bereit. Manchmal ist es so ein bisschen schwummerig und dann bist du bereit für den nächsten Patienten oder den nächsten Kunden. Nimm dir die Zeit. Probier es aus. Die nächste Atemübung ist für die, die das Gefühl haben, dass sich hier oben im Kopfbereich alles sammelt. Ja, der Jörg ist in der Physiotherapie und hat die Masken auf und hat gesagt, er hat das Gefühl, hier oben sammelt sich alles. Je nach Seite. Es kann auch sein, dass deine Nase bis Scheidenwand schief ist. Dafür setz dich auch wieder gerade hin und verschließe zunächst ein Nasenloch. Rechts, links, ist egal. Und atme tief hoch, also hier hin. Gib da Luft rein. Sauerstoff. Dein Gehirn braucht Sauerstoff. Und atme durch den Mund lange aus. Wir müssen die Lungen auch leer machen von diesem Kohlendioxid, was wir permanent einatmen, wenn die Maske im Gesicht ist. Dann wechsle die Seite. So als Tipp, jede Seite 5-mal, die Nase nicht brechen dabei, sondern eher locker zuhalten und den Ausatmen sowohl den Einatmen verstärken. Luft rein, Sauerstoff,
Kohlendioxid raus. Probier es aus. Die dritte Atemübung, die ist für die, die Hitze im Kopf spüren oder auch Kopfweh kriegen. Unsere Fußpflegekraft hat gesagt, sie kriegt abends immer Kopfweh oder direkt auch nach der Arbeit. Für die, die diese Hitze im Kopf spüren, ist die nächste Atemübung. Hier erzeugen wir Kühle. So, je nach Zunge machst du entweder die Zunge rund. So, die Hälfte wird wahrscheinlich jetzt rausfallen. Die können das nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Ihr klappt die Zunge ein. Und wenn das euren Zähnen wehtut, weil vielleicht die Zahnhälse so dieses Einsaugen daran nicht mögen, ihr lasst die Zunge wie ein Hund einfach rausfallen. Das sieht doof aus, deswegen nehme ich die, die ein bisschen schöner aussieht. Atmest jetzt durch den Mund ein und durch die Nase aus. Atme dabei, achte darauf, dass du ganz tief einatmest, also dass hier alles mitatmet. Noch einmal. Mach die entweder 10-mal oder so lange, wie es dir gut tut, beziehungsweise bis du diese Kühle im Kopf spürst. Probier es aus. Viel Spaß. Diese Atemübungen sind wichtig in der jetzigen Zeit, weil sie unsere Lungen stärken und unser Gehirn mit Sauerstoff versorgen. Wir brauchen gesunde Lungen, gerade in der Zeit von Corona. Deshalb lege ich dir ans Herz, bitte verteile unseren Link mit diesen Atemtechniken an Freunde, an Bekannte, an Menschen, die in Berufen arbeiten, die permanent diesen Mundschutz tragen müssen. Unten aufs Abonnieren drücken und auf die Glocke und schon hast du unsere YouTube-Videos. Vielen Dank.